Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Die Amerika-Kärpflinge, kleine, naja, eher unscheinbare Fische, aber es sind wirklich sehr wichtige Tiere und wichtige Vertreter einer sehr weit verbreiteten Gruppe im Hochland Mexikos. Amerika-Kärpflinge gehören zu den Hochland-Kärpflingen und sind eigentlich vom Aussehen her ganz typische Vertreter dieser Gruppe. Sie sind ungefähr 5 bis 7 cm groß, die Weibchen sind in der Regel etwas größer als die Männchen, sind eher grau-braun gefärbt. Die Männchen kann man ganz gut von den Weibchen unterscheiden. Die haben nämlich eine gelbe Sichel an der Schwanzflosse und sind, naja, etwas gesprenkelt. Das heißt, die Männchen haben Schuppen, einzelne Schuppen, die bläulich flittern. Deswegen ist der andere deutsche Name auch Flitterkärpfling. Und deswegen sind sie eigentlich ganz beliebt bei Privatleuten. Also es gibt einige Aquarianer, die zu Hause diese Tiere halten und züchten und oft wissen sie gar nicht, was sie da für Tiere haben. Hochlandkärpflinge sind eigentlich alle bedroht und bei dem Amerika-Kärpfling hier ist es sogar noch extremer. Bis vor kurzem galten sie noch als in der Natur ausgestorben. Vor einiger Zeit hat man doch wieder eine Population gefunden von gerade einmal 20 Tieren. Das heißt, sie sind zwar jetzt laut IUCN, also laut der Roten Liste, nicht mehr als in der Natur ausgestorben gelistet, aber ich glaube, es dauert nicht lange, dann werden sie wieder diesen Rang traurigerweise erlangen. Amerika-Kärpflinge sind wie alle Hochland-Kärpflinge lebendgebärend. Wir kennen das vielleicht von Guppy, Schwerträger und Molly von zu Hause. Die bekommen ja auch lebende Jungtiere, aber der Biologe entscheidet da zwischen Ei lebend gebärend und echt lebend gebärend. Bei den Guppies ist es so, dass das Weibchen die Eier austrägt und kurz vor der Geburt schlüpfen die Jungen aus dem Ei. Das heißt, während der ganzen Entwicklung haben die Jungfische im Ei den Dotter zur Verfügung. Das haben die Hochlandkärpflinge nicht. Die haben eine tatsächlich echte lebend gebärende Fortpflanzung. Die Jungtiere entwickeln sich außerhalb eines Eis ohne Dotter im Mutterleib. Aber irgendwie müssen die ja nun mal die Nährstoffe bekommen. Und das Schöne an denen ist, dass sie so etwas wie eine Nabelschnur haben. Diese Nährschnur ist im Grunde ein verlängerter Enddarm des Jungtieres und ist stark verwachsen mit dem Gebärmutterepithel des Weibchens. Darüber bekommen sie dann eben auch den Gasaustausch. Also sie bekommen Sauerstoff, geben CO2 an das Muttertier quasi ab und sie bekommen die Nährstoffe, um dann irgendwann mal geboren zu werden. Und ein riesiger Unterschied zwischen den beiden Gruppen, Guppies mit den anderen lebendgebärenden Zahnkärpflingen und Hochlandkärpflinge, ist die Größe der Jungtiere. Also ein Guppy-Jungtier hat 3-4 mm und bei den Amerika-Kärpflingen ist das Jungtier zum Teil länger als 1 cm. Es sind riesige Jungtiere, dafür sind es aber auch weniger. Also ungefähr 10, 20 Jungtiere im Schnitt. Bei den Guppies sind es 50, 60, 70, 80 Jungtiere auf einmal. Das ist wirklich etwas Besonderes im Tierreich und vor allen Dingen auch unter den Knochenfischen, zu denen die Hochlandkärpflinge ja gehören, da sind sie eigentlich alleine mit dieser echten lebendgebärenden Weise. Wer lebendgebärend ist, der muss auch irgendwie innerlich befruchtet werden. Also wenn wir das vom Lachs kennen, das Weibchen legt die Eier und das Männchen besamt dann die freiliegenden Eier. Das haben wir hier nicht. Das Männchen muss also sein Spermium in das Weibchen kriegen und die innere Befruchtung ist nur möglich, weil das Männchen an der Afterflosse so ein kleines Läppchen hat, das sogenannte Andropodium. Der Biologe muss immer verschiedene Worte haben. Andropodium im Gegensatz zu den Guppies, die haben ein Gonopodium. Das ist eher ein Röhrchen. Beide sind aber dafür da, möglichst viel Sperma zum Weibchen zu bekommen. Der Unterschied ist,
Der Amerika-Mann, der muss wirklich immer wieder dranbleiben und der Guppi-Mann, der hat einmal Erfolg und damit Ruhe. Das Weibchen kann die Spermien speichern, immer wieder nutzen. Das können die Hochlandkäflinge nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.